Ich begrüße euch mal wieder zu einem Weihnachtszock. Ja, diesmal ist das nicht unbedingt ein Spiel, was mit Weihnachten zu tun hat, aber mit der Jahreszeit, wo Weihnachten ja bekanntermaßen stattfindet, nämlich im Winter. Und was macht man im Winter so Schönes? Entweder man fährt Ski oder man genießt einfach die Landschaft oder man fährt sowas, was die Herrschaften hier fahren, Snowboard. Ja, da gab es nämlich ein Spiel im Jahre 1999, wenn ich mich recht entsinne. Es hieß Supreme Snowboarding. Und genau das spielen wir hier heute in der Demo-Version, die ich natürlich von einer Computerbild-Spiele-Ausgabe habe. Genau gesagt, ich glaube, ich kann ja mal die CD kurz rausnehmen. Da gucke ich mal ganz kurz. Es ist die 3-2000. Genau, da ist auch Swing als Vollversion drauf und... Tatsächlich ist das so ein Spiel, also ich habe sämtliche Demo-Versionen von dieser CD mal gespielt, bis auf dieses. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Entweder konnte ich das nicht spielen, mein PC scheint dafür kacke genug gewesen zu sein für das Spiel, oder weiß der Geier. Jetzt ist es so ziemlich das allererste Mal nach Jahren, aber wirklich seit nach Jahren, dass ich dieses Spiel mal ausprobiere. Ich habe mir vorher mal ein bisschen ausprobiert. Es gibt unfassbar viele Tricks, die man in dem Spiel machen kann. Deshalb hatet nicht rum. Dear English users, yes, I don't speak English. That is true. I'm a very beginner in this game. Ich bin ein totaler Anfänger in dem Spiel. Probieren wir es einfach mal. So. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Maussteuerung haben. Sehr schön. Starten wir einfach mal ein neues Spiel. Wir haben zwei Pisten. Einmal ein Canyon-Rennen und R-Gebirge. Wir können mit den Snowboarder Akiko Kirosana oder Vincent Reno spielen. Wir können einfach mal die Dame nehmen. Akiko Kirosana. Wir nennen uns natürlich nicht Player. Ich bin natürlich der Player. Sondern ich nenne mich Kepo 94. So, falls ihr einen Cut bemerkt habt, ich musste niesen. Das kommt mal ganz plötzlich vor. So. Schöner Ladebalken übrigens. Das ist kein voller Kreis. Aber auch nicht mal ein Dreiviertelkreis. So, get ready, go! Ja, hier geht der Spaß jetzt endlich los. Wir können hier mit der Steuerungstaste springen. Whee! Und musiktechnisch ist das Ding ein bisschen mau gestaltet, muss man offen zugeben. Wow. Man kann viele Tricks machen, aber ich kenne die alle überhaupt nicht. Wir können einfach mal versuchen, erstmal dieses Rennen hier zu beenden. Ich bin da beim Probespielen dauernd abgestürzt. Und durch die Checkpoints kriegen wir noch mehr Zeit. Dort unten das Ende zu erreichen, das Finish sozusagen, Finish Quantum. Ah, ja, ja, ja. Das kommt auch hin und wieder mal vor, dass wir kurz vorm Abstürzen sind. Allerdings habe ich das auch noch nicht erlebt. Dass wir vor allen Dingen auf gerader Strecke schneller werden. Soll, glaube ich, eines der sehr guten Snowboard-Rennspiele sein. Ich habe mir vorher jetzt keine Meinung zu dem Spiel angesehen. Aber soll ein sehr gutes sein. Ich finde vor allen Dingen, grafisch macht das Spiel einiges her. Nein, stürze nicht ab. Abstürzen können wir auch. Ich finde die Abstürze-Animation übrigens ziemlich gut gelungen für die Zeit. Vor allem grafisch kann es sich echt sehen lassen. Das ist jetzt 800x600, 16-Bit-Texturen und sonst alles auf hochgestellt. Man sieht, auf dem Pencil 2 läuft das jetzt nicht unfassbar flüssig, aber doch recht vernünftig, noch spielbar. Deshalb, ich muss euch ja ab und an auch mal ein Spiel zeigen, was jetzt nicht unbedingt... Auch wenn ich das Video mit 60 FPS hochlade, nicht unbedingt mit dem vollen 60 FPS laufen muss. Das gibt's auch. Kann die Kuh eigentlich schneller werden? Ich glaube so, mit Ducken. Das ist ganz schön gefährlicher Sport. Also, ich will euch nicht dazu ermutigen. Also, wenn ihr das Risiko eingeht, macht's ruhig. Aber, ja... Wenn ihr halt nur zart beseitete Menschen seid wie ich, dann ist das, glaube ich, kein Sport für euch.
Wie? Oh, hahaha. Ey, das war geil. Aber solche Stunts könnte ich nie im Leben machen. Wobei mir die Körperhaltung, die ist dezent eigenartig, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so eine Körperhaltung haben muss. Wow, yay. Und mitten vorm Ziel. Ach, Mann. Aber wir haben fertig. Das hat sogar Windeffekte. Für Top 5 abspeichern. Ach, warum nicht? Ja! Nein! Ah, ich habe ja schon mal vorher gespielt. Das hat er trotzdem gespeichert, der Sack. 14.12.2017, da nehme ich es auf. Aber das wird ein bisschen später rausgehauen. Das ist ja sozusagen eine Vorproduktion. Das ist ein Rekord übrigens, den ich erreicht habe. Vorher nur 3 Minuten. Und das bei Tag. Ja, ist die Demo-Version, da ist ja nicht so viel möglich. Find das Replay übrigens sehr spannend. Aber ansonsten, mein erster Eindruck von dem Spiel ist jetzt gar nicht so schlecht. Man muss mit der Steuerung echt ein bisschen klarkommen. Vor allen Dingen, es gibt so viele Tricks, die man da machen kann. Man muss da so viele Kombinationen mit der Pfeiltaste machen. Und dann noch mit der Alt-Taste. Ah. Aber an sich macht das Spiel schon einen ziemlich guten Ersteindruck. Auch wenn ich da jetzt zum Beispiel nicht drüber gekommen bin, aber ich lerne das Spiel ja erstmal so richtig kennen. Das ist ja auch so im Prinzip von meinen angezockt Sachen, dass ich die Spiele meistens, also in den meisten Fällen vorher noch nie gesehen habe und mal so probiere. Oder sie zwar kenne, aber noch nie so richtig gespielt habe. Das hätte ich auch machen können, Slalom. Ah, au, 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 da hätte man eigentlich sterben können, aber gut, das ist kein Spiel ab 18, stellt euch mal vor, so ein Snowboard-Spiel müsste ab 18 freigegeben werden, weil man da während des Rennens sterben kann. Das wäre ein bisschen witzlos. So, wir können mal R-Gebirge machen, aber diesmal mit Vincent Reno, die olle Potsau, hey. Beim R-Gebirge, da machen wir ein bisschen so Sprung. Da ist übrigens das Cover Supreme Snowboarding. Welcome to the Big Air Competition. Next up, Vincent Reno. Next up, Vincent Reno. So, mal gucken. Wir müssen hier abspringen. Ich glaube, da hätte ich viel Schubenergie gebraucht. Oh. Das wollte ich auch mal probieren. Also man kann auch so richtig schön auf die Fresse fliegen. Too bad. Try again. Also ich war ja bisher immer so richtig mies, also ihr seht ja hier, nicht mal die richtige Höhe erreicht, aber ich war schon mal viel besser, meine Güte. So, müssen wir leider hier über das Menü drüber. Ist halt die Demo-Version, man soll ja dann die Vollversion kaufen. Das soll ja einen dazu anregen, die Vollversion zu kaufen. Welcome to the Big Air Competition. Next up, Vincent Reno. Da gibt es bestimmt Leute, die mir erst mal sagen werden, nee, du kannst das gar nicht so richtig. Ja, weil ich auch gar nicht erst mal anfange, du Vollidiot. So. Ah, hat auch wieder nicht gereicht. Ja, schade. Das geht irgendwie, das ist komisch. Ah, könnte ich da noch reinsliden? Das gelingt mir irgendwie nie. Too bad. Too bad. Aber wir können es gerne nochmal so oft probieren, wie es geht. Dann werden wir irgendwann besser. Das kann ich mir denken. Ein bisschen laden muss der auch schon. Vor allen Dingen gibt es auch verschiedene... Genau. Next up, Vincent Reno. Den Fehler habt ihr jetzt nicht gesehen. Geil! Nose grab! Na, das war doch schon mal nicht schlecht. Na, waren wir schon mal ein bisschen besser. Aber kann ich mich selber noch besiegen? Welcome to the Big Air Competition! Next up, Vincent Reno! Next up, Vincent Reno! Ich rede zu viel Scheiße! Oh, geil! Geil! Oh, Double Backflip! Ich flip aus! Geil! Ich mach das jetzt einfach mal so... Oh. Ey,
Das ist ja geil. Ey, jetzt will ich noch mehr Tricks probieren. Es gibt so viele. Ich habe da nebenan die Anleitung offen. Kann man als PDF abrufen, wenn man danach googelt. Das ist ja geil. Welcome to the Big Air Competition. Next up, Vincent Reno. Oh, die ganzen Ansagen gehen mir langsam auf den Sack. So, mal gucken. Was könnte man noch probieren? Oh! Ui, geil. Frontside, nein. Water, ah. Oh, ah, au, au. Ah, schade, ist da leider ein bisschen gefallen, aber naja. Better luck next time. Na, okay, ja. Oh, der Anfang war super, der war echt super. Da stimmt er mir noch zu. Es gibt so viele Tricks. Es gibt da sogar eine Grab-Tabelle, nennt sich das. Welcome to the Big Air Competition. Next up, Vincent Reno. Das sah echt eigenartig aus, aber ich glaube, das ist auch nur in dieser Gegend. Die Schatten sehen auch ein bisschen eigenartig aus. Wow, 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 ist das knapp. Ha. Frontside 1080 Pute. Yay. Gibt's echt viele Tricks. Oh, ich habe mich nochmal besiegt. Cool. Also, Höhe war nicht so hoch, aber die Technik. Die Technik, die war da viel besser. Also, da gibt es sogar noch zwei Faktoren und die werden zusammengerechnet. Ah, siehst du mal. Ist halt ungefähr wie in so einer Prüfung. Die Höhe ist dann halt die mündliche und technisch ist die schriftliche Prüfung. Man kann in der mündlichen besser sein oder schriftlichen schlechter oder umgekehrt. Man kann in beiden gut sein. Jetzt steuert er mal die Dame. Das habe ich nicht gespielt. Gucken wir mal, wie macht die das denn? Oder wie haben die Macher das denn aufgenommen? Stimmt, da gibt es noch einen anderen Absprung. Den, glaube, den würde ich euch dann auch nochmal zeigen wollen. Der sagt keinen Ort an, sondern den Namen. Fällt mir gerade so auf, ne? Welcome to the Big Air Competition. Next up, Vincent Reno. Ich hab's so verstanden. Next up, Vincent Reno. Oh, der Typ heißt der Vincent Reno. No! Buff. Ich hätte fallen können. Ah, das ist übrigens das Pausenmenü. Wir können ja mal die Dame nehmen. Gucken, was der dann sagt. Gar nichts. Okay. So, jetzt will ich mal den großen Absprung nutzen. Na! Autsch! Das sieht teilweise ein bisschen eigenartig aus, aber na gut. Das ist aber mies ausgeleuchtet hier, meine Güte. Sorry. Was? Die Schattenbilder war jetzt sehr eigenartig. Gut, ich habe auch mal 0 Punkte geschafft. Kann man auch mal schaffen. So, mal gucken, was er zu der Dame sagt. Ah, jetzt wird das mal der Tag geladen. Ist alles übrigens von der Festplatte. Ich habe ja vorhin die CD rausgenommen. Ja, und Musik ist das ein bisschen langweilig. Na, werd fertig. Die alten Rechner, die brauchen halt ein bisschen länger. Was sind denn die Worte neu? Welcome to the Big Air Competition. Next up, Akiko Kirosana. Akiko Kirosana, jetzt ist es ja richtig stockenduster, meine Fresse. Ah, wieder nicht verendet. Autsch. Also da rüber zu kommen ist ja ganz schön schwierig, meine Güte. Zurück auf die Piste, man kann sich zurücksetzen. Hä, das ist ja richtig schwierig, meine Güte. Dann nehme ich doch lieber hier die Absprungluke. Wahoo! Frontside 900! Frontside 900!
Wollte er gerade so noch sagen, aber ich habe ihn das jetzt abgewürgt. Naja. War mal halt jetzt ein bisschen schlechter, aber da haben wir doch schon vernünftige Punkte erzielt. Ich würde auch einfach nochmal sagen, zum Abschluss des Weihnachtszocks, also zumindest zu diesem hier, können wir ja nochmal ein Canyon-Rennen mit Vincent Reno machen. Aber das mit den Tricks ist echt cool. Man muss halt echt nur die ganzen Kniffe kennen. Gibt auch Vollprofis, die da, also richtige Profis, jetzt nicht hier diese ironisch gemeinten Profis, die die richtig coolen Tricks zeigen. Und da ist ein Zeppelin. Da schwebt ein Ghost mit. Ghost, Nachricht von Sam. Vorsicht. Da bin ich jetzt langsamer als ich. Nicht gegen den Berg. Ah, au, ah, ah, ah. Na, das können wir besser. Huch. Habe ich jetzt etwa den Checkpoint verpasst? Kann das sein? Kann sogar Minuszeiten machen. Das ist ja interessant. Ist mir vorher noch nie so richtig aufgefallen. Oh, da bin ich, glaube ich, schon wieder auf der Piste. Siehst du mal. Ah, ich drücke gerade richtig stark die Tasten hier. Autsch. Genauso wie der andere habe ich mich auf die Fresse geschmissen. Es kann sich sogar, während man fällt, sich bewegen. Ist ja interessant. Da gibt es auch eigentlich sehr tolle Abkürzungen. Jetzt bin ich trotzdem schneller als mein Geist. Oh, nein, nicht. Ach Mann, genau den gleichen Fehler. Hat noch knapp für den Checkpoint gereicht. Richtig Gas geben hier. Kann man nur nicht so schön lenken. Kenne ich von Rennspielen. Wenn man beschleunigt, kann man nicht mehr so gut lenken. Ja, ich glaube, mit denen ist ja auch schon vorbei mit Yahoo! Ah. Ich glaube, ich hätte da abspringen müssen und dann hätte ich es bestimmt geschafft. Naja. War mal leider ein bisschen schlechter, aber. Na, für die Top 5 würde ich es jetzt nicht abspeichern. Und ich werde trotzdem da eingespeichert. Wie kann das denn sein? Aber ich war besser als ein anderes Ich. Mit dem Namen Player. Ja, ich wollte einfach mal sagen, ich lasse mal ein bisschen die Demo laufen. Designed and developed by Housemarque. Published by Infogrames. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ja, das war auch ein toller Publisher. Da können wir ja nochmal zugucken. Ich glaube, das sind jetzt völlig andere Strecken, die man so in der Demo-Version nicht befahren kann. Und die sind auch ganz schick gemacht. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit dem Weihnachtszock zu der Demo von Supreme Snowboarding. Echt ein schönes Spiel. Grafisch auch ziemlich ansehnlich und spielerisch kann man extrem viele Tricks machen. Also, das macht bestimmt fast so süchtig wie das Skateboard-Spiel Tony Hawk's Pro Skater, kann ich mir bestimmt vorstellen. Wobei, ich glaube, Tony Hawk ist da bestimmt noch so eine Nummer härter, deutlich härter als das hier. Denk mal mit der schönen Musikbegleitung und sowas. Und da kann man ja dann auch bestimmt noch mit mehreren Spielern spielen, sieht man ja da. Und da ist ja noch ein Konkurrent.
Aber die Demo-Version regt ja ein zum Kauf an, dass man so einen guten Ersteindruck von dem Spiel kriegt und sich dann so überlegt, na, will ich dann nochmal die Vollversion kaufen oder spiele ich die Demo zu Tode? Gab's ja auch diese Fälle. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Weihnachtszock wieder. Schaut da sonst auch noch die anderen Videos rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Kipu. Tschüssi!